und herzlich willkommen zu Baufix 24 Wissensvideos. In diesen Videos geht es um folgende Themen. Es geht um praktische Tipps rund um den Immobilienkauf, den Kauf einer Eigentumswohnung, den Hausbau, den Hauskauf, die Wahl des richtigen Notars. Es geht um Zwangsversteigerungen, es geht um das liebe Finanzamt. Genau, in diesen Wissensvideos erhalten Sie also viele Praxistipps aus über 25 Jahren Baufinanzierungserfahrung. Ich bin seit über 21 Jahren selbstständig und habe mal viereinhalb Jahre für eine große deutsche Bank gearbeitet und kann Ihnen von daher jede Menge Praxistipps von hinter den Kulissen geben. Gut, lange geredet, jetzt geht's los. Mein Name ist Ralf Schütt und ich wünsche Ihnen jetzt bei diesen Videos viel Spaß. Das Ganze leicht erklärt, ohne Fachchinesisch und versprochen ohne juristischen Tiefgang. Das heißt, leicht und einfach verständlich. Dies ist ein Mitschnitt aus einem Seminar zu dem folgenden Thema. Grundsätzlich ist es so, selbst wenn ein Immobilienmakler dazwischen ist, haben Sie als Käufer oder Kaufinteressent jederzeit die Möglichkeit, auch direkt mit dem Verkäufer zu sprechen. Ja? Machen die meisten Makler nicht. Haben Sie aber jederzeit die Möglichkeit. Da müssen Sie auch mal gucken, wie gut und pfiffig das ist. Gibt es in der jetzigen Marktsituation auch die Situation, dass ein Verkäufer eben auch nach Sympathie geht und sagt, okay, ja, ich habe jetzt drei Interessenten, die zahlen mir alle meinen Kaufpreis, dann suche ich mir den sympathischsten aus. In der Regel ist eigentlich, da haben Sie die besten Karten beim Verkäufer als auch beim Makler, wenn Sie wirklich sagen können, okay, ich bin jetzt am zügigsten, am schnellsten beim Notar. Sie sagten ja, es wäre sinnvoll, auch mit dem Verkäufer selber zu sprechen. Kann, ja. Mhm. Ja, oder sinnvoll. Muss ich da den Makler dann mitnehmen, oder? Also, nee, müssen Sie nicht. Das kann manchmal sein, wenn man den Makler nicht dabei hat. Es kann aber manchmal ganz gut sein, wenn Sie sich mit dem Verkäufer in die Haare kriegen, wenn der Makler dann dabei ist. Ich weiß nicht, wie geschickt Sie sind. Und ja, und gerade wenn es, also kritisch wird es vor allen Dingen, wenn das was weiß ich, sondern vielleicht ein älteres Ehepaar ist, die das Haus vor 30 Jahren selbst gebaut haben, ja, so, und die hängen so emotional an diesem Haus, ja, und wenn sie dann sagen, wir wollen jetzt die Holzdecke da abnehmen, dann ist da Alarm. Ja, habe ich live erlebt. Ja, die haben also, das waren Nachbarn in Volksdorf, die sind nur ein Haus weitergezogen, die haben den Verkäufern gar nichts gesagt. Da war vorher eine alte Schlachterei drin, da waren noch die alten Fliesen von der Schlachterei dann auch drin. Also eigentlich gruselig. Ja? Die haben denen nichts gesagt, haben einen super Preis gekriegt und danach haben sie eigentlich in dem Haus alles kaputt gehauen. Und dann haben sie irgendwann die Alteigentümer, die kamen dann mit dem Auto vorbeigefahren und waren den Tränen nahe. Ja, aber die können ja jetzt mal mit vorne. Ja. Ja, nur wenn sie das im falschen Zeitpunkt sagen. Ja, und die kriegen das in den falschen Hals und der Makler kann das nicht mehr retten, weil er nicht mehr da ist, dann ist doof. Mhm. Ja, also kann alles Vor- und Nachteile haben. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich über jeden Kommentar und jede Frage, jede Anregung, alles, was Sie mir gerne mitteilen möchten und was Sie speziell interessiert, schreiben Sie mir einfach einen kurzen Kommentar mit Ihrer Frage einfach hier unten und ich beantworte das entweder direkt oder mit einem zukünftigen Video. Ganz lieben Dank und alles, alles Gute, Ihr Ralf Schütt. Tschüss!